Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise euren Weg zu mir gefunden habt, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. In dem Fall live und dem neuen Modus Domination oder auf Deutsch dem Herrschaftsmodus. In diesem Herrschaftsmodus, der eigentlich schon für Patch 098 und jetzt mit Patch 0981 nachgereicht worden ist, gibt es drei Panzer an der Zahl. Und zwar spielbar ist der AMX-50B, ein französischer Tier 10 Panzer. In dem Fall schwerer Panzer mit Autoloader-Funktion. Dann der T110E5, schwerer Panzer der Amerikaner. Und last but not least, ein mittlerer Panzer der Russen, und zwar das Objekt 140. Ihr seht immer das D, das steht für nichts anderes als Domination, weil nur mit diesen drei Panzern könnt ihr diesen Modus spielen. Und da ist es jetzt ganz einfach, ihr nehmt einfach den Panzer, ich entscheide mich jetzt mal für den AMX-50. Drückt ins Gefecht und das war's. Mehr müsst ihr nicht tun. Dann kommt ihr automatisch in diesen Modus und automatisch auch auf die richtige Karte. Da gibt es dann ein paar an der Zahl. Und zwar, ihr seht unten, erobere die Flagge. Das ist das Allerwichtigste. Dann die Berechnung der Punkte ist ein Punkt für jeden zerstörten Gegner oder 35 Punkte für jede überbrachte Flagge. Dann kann man sich Rundum-Service machen und es sind eben alle drei Fahrzeuge spielbar. Also, ihr braucht euch da nicht großartig grämen, wenn ihr das falsche Fahrzeug am Anfang der Runde gewählt habt, sondern sobald dieses Fahrzeug zerstört wird, könnt ihr einen der anderen beiden nehmen oder ihr wartet, ich glaube, 30 Sekunden, bis dieser Panzer wieder wählbar ist. Und dann ist es so, diese Fahne muss in diese Punkte oder für den Gegner in diese Punkte und an diesen vier Stationen, da könnt ihr euch wieder, ja, reparieren lassen und ein Full Service. Das heißt, es wird alles wieder auf seinen Luxus und seinen liebsten Zustand gebracht. Ja, jetzt würde ich sagen, wir fahren einfach mal Richtung Flagge, weil da passiert am Anfang immer am meisten. Da geht richtig was rund. Wir haben zuerst die Fahne, das ist sehr schön. Und jetzt kommt das Objekt hier nach. So, da ist der erste weg. Das war auch gleichzeitig, wie ihr seht, ich führe mit einem Punkt. Das war auch der erste Punkt des Spiels. Es entweder 10 Minuten dauert die Runde oder wer zuerst die Punkte voll hat. Beide Möglichkeiten sind gegeben. Ah, der Reload. Ich muss auch sagen, der AMX ist für mich hier das erste Mal, dass ich ihn wirklich spiele. Und er ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen, ist ein toller Panzer. Man sieht hier unsere fahrende Flagge, der gerade versucht, Richtung gegnerischen Punkt zu kommen. Das ist natürlich mit einem Medium deutlich einfacher und leichter zu erreichen als mit jedem anderen Panzer. So, der flüchtet hier vor uns, aber den nehme ich noch raus. Weil wie gesagt, auch die Kills sind wichtig, weil am Endeffekt entscheidet jeder Punkt am Ende des Ganzen. Natürlich, sobald eine Flagge abgegeben wird, wird es deutlich spannender. Nein, ich bin ja im Nachladen. Oder ich hatte gedacht, ich hätte noch eine Granate im Magazin. Dem war aber nicht so. Jetzt entscheide ich mich für das Objekt 140. Ihr seht, man könnte hier warten, bis der AMX wieder raus ist. Oder man nimmt etwas vorher dann einen anderen Panzer. Aktuell steht es 5:7 für den Gegner. Also noch nichts entschieden. Aber es ist natürlich ein bisschen knapp. 7 Minuten haben wir noch. Und dieser Modus kann sich schnell drehen, sobald eine Fahne abgegeben wird, ist auf einmal alles wieder offen, egal wie das davor gestanden ist. Das war kritisch so zu kreuzen. Das könnte ich reparieren, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Jetzt fährt er wohl zum Reparieren. Das wäre natürlich ärgerlich.
Der kann innerhalb von 5 Sekunden reparieren. Ah, er fährt nicht. Oder man setzt ihn zurück. Nein, er wackelt. Gibt's denn das? Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt will ich euch mal die Mechanik des Reparierens auch zeigen. Beziehungsweise, naja. Der ging nicht durch. Ja, 2 daneben oder 2 so versemmeln. Das muss man auch erstmal schaffen. Mittlerweile steht 7:12. Das ist natürlich ein bisschen jetzt langsam zum Gegner, aber ich will euch ja hier auch was präsentieren, deswegen zeige ich euch einfach mal das Reparieren. Ihr seht, meine Ketten sind angedrömelt und ein bisschen was ist kaputt. Ich habe 500 Struktur verloren und jetzt 5 Sekunden und dann zack, bin ich wieder heile. Jetzt kann ich eine Minute hier zu diesem Stützpunkt nicht mehr fahren. Bin jetzt hier fast beim Gegner. Wo ich natürlich hier aufpassen muss, dass der Gegner nicht hier zu hart spawnt. Das Objekt scheint AFK zu sein. Das nehme ich natürlich jetzt gerne mit. Weil, wie gesagt, Kill ist Kill. Und einen brauche ich noch. Dann habe ich den mal rausgenommen. Und damit steht's 10:16. Ziel erfasst. Wir haben das Ziel verloren. Ziel erfasst. So, jetzt den AMX. Der wird hier gerade ganz gut geschossen. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Gegner fährt da schon Richtung Cap mit der Fahne. Das ist natürlich eine kritische Situation. Deswegen hartes Pinging ist angesagt, meine Damen und Herren. Die sind auch alle noch sehr, sehr voll, die Gegner. Ziel erfasst. Wirkungstreffer. Wir haben das Ziel verloren. Kritischer Treffer. So, der kettet, das war Absicht, sage ich Ihnen wirklich ganz ehrlich. Ah, der Reload von dem ist ziemlich ähnlich zu meinem. Oh, jetzt hat der mit der Fahne sich da durchzwingen können. Oder auch nicht. Wo ist die Fahne? Doch, der hat es geschafft, der E5. Deswegen steht jetzt 14:53 für den Gegner. Jetzt ist aber die Möglichkeit für den Konter da. Dass der AMX die jetzt nicht lässt, verstehe ich jetzt nicht. Bin doch schneller als er. Aber jetzt werde ich ihn mal zur Seite helfen, stehen. Und nimm jetzt hier mich dem AMX, dem Objekt an. Deswegen block ich ihn jetzt auch hier ab. Und wir haben die gegnerische Fahne abgeben können. Jetzt kommen sie hier zwar zurück, aber das hilft dir nichts mehr. Jetzt nehmen sie mich raus, damit kann ich aber jetzt leben. Wichtiger war jetzt wirklich die Fahne abzugeben, weil das war jetzt ansonsten, hätte spielentscheidend enden können. Aktuell 3 Minuten noch und der Gegner führt aber noch mit 6 Kills. Ganz wichtig, dieser Modus ist auch nicht für eure WN ausschlaggebend. Also der belastet die in keinstem Fall. Ihr könnt also wirklich da euch wirklich rein auf den Spaß konzentrieren, so wie es auch sein soll. So, wir haben die Fahne. Oh nee, ey. Endlich Nummer 1. Nummer 2. Jetzt müsste ich eigentlich reparieren. Ich hoffe, meine. Dreht sich nur noch langsam. Hätte repariert. Weiter geht's. Oh, jetzt fährt der andere jetzt hier zum Repair Point.
Aber machen wir jetzt auch. Ziel erfasst. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben das Ziel verloren. Bereit zu feuern. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ziel verloren. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ja, wenn du mir so den Turm hindrehst, das mag ich sehr, sehr gerne. Oh, da kommt ein AMX. Den mag ich jetzt nicht so gerne. Oben seht ihr auch immer ihr Beitrag. Das heißt, ihr seht, wie steht's gerade, was habt ihr zum teamdienlichen Spiel getan. Und wir fahren gerade Richtung Punkt da hinten, das sehe ich gerade. Das heißt, wenn sie das schaffen, dann ist das meines Erachtens die Vorentscheidung. Nicht geschafft leider, es steht 60 zu... Nein, ist, oh, wir haben den Punkt abgegeben. Also es sind jetzt noch drei, die wir abgeben müssen. 42 Sekunden. Das heißt, wenn sie jetzt nicht die Fahne bekommen, dann ist es unser Sieg. Feuererlaubnis erteilt. Ich würde gerne den Killshot machen. Gib's zu. Gegner, ja, der war mies, aber das war mein Killshot. Alter, wie geil. Wir führen 98 zu 67. Und da sieht man mal wieder immer, die Fahne kann den Spielunterschied ausmachen am Ende des Ganzen. Es sind 10 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, wir haben es gewonnen. Yes! Unglaublich. Mit dieser Wendung habe ich selber nicht mehr gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich habe uns schon ein bisschen verlieren sehen. Aber da sieht man mal wieder, wie sich das Ganze verändern und wie das Ganze ausgehen kann. So, wir sehen hier die Endauswertung. Das ist erstmal nach sortiert nach allen. Ihr könnt aber auch wirklich nach den Panzern, die ihr gespielt habt, auswählen. In dem Fall bei mir das Objekt und den AMX, weil ich habe den anderen nicht gespielt. Man sieht, wie viel Schaden ihr gemacht habt. Dementsprechend war ich auf der 1. In den XP-Punkten war ich so gesehen auf Platz 2. Und von den verdienten Siegpunkten, die man auch wirklich so anerkennen kann, bin ich auf Platz 5, weil die Jungs... Die haben uns das Spiel entschieden, die haben die Fahne geholt. Also ein Chapeau an dieser Stelle. Und auch hier hinten seht ihr nochmal, was habt ihr bekommen, wie viel XP gab es für alle Fahrzeuge und auch nach Fahrzeug nochmal aufklamüsert. Ja, also mich würde natürlich interessieren, wie findet ihr das Spiel, wie ist eure Meinung dazu zu diesem Modus? Deswegen lasst doch mal einen Kommentar da oder natürlich auch gerne einen Daumen bzw. ein Abo wird nach wie vor auch sehr gern gesehen. Bis bald, ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.